Seit einiger Zeit schon ist ein neuer Sport auf den Gewässern in und um Berlin zu beobachten. SUP nennen ihn Eingeweihte, das ist kurz für Stand-Up-Paddling oder auf gut Deutsch Stehpaddeln und kommt aus Hawaii. Jetzt haben sich Stand-Up-Paddler aus dem ganzen Land am Tegeler See getroffen, um in der Hauptstadt die vierte deutsche Meisterschaft in der neuen Trendsportart auszutragen. Obwohl, Trendsport, die Bezeichnung scheint Mitorganisator Colori Schilling gar nicht gern zu hören. Der Sport ist sicher immer noch Trend, aber das, was hier die Athleten zeigen, das ist echter Sport. Die trainieren alle richtig hart dafür. Wir haben ehemalige Olympiateilnehmer hier im Start, die vom Kanu rübergewechselt sind. Wir haben aktive Kanadierfahrer am Start. Die Sportsoldaten sind, die wirklich hochprofessionell trainieren. Also so breit hat sich der Sport schon aufgestellt und so weit sich vom reinen Trendsport und Eintagsfliege wegentwickelt. Colori Schilling war bei diesem Event übrigens nicht nur in der Regattaleitung aktiv. Der 41-Jährige ging auf der 400-Meter-Strecke auch selbst an den Start, coachte zwei seiner drei Töchter und betreute nebenbei noch seine Nachwuchsathleten vom Windsurfverein Berlin. Einer von ihnen ist Adrian Leder. Und der 10-Jährige bekam beim Sprintrennen der Schüler B über die 200-Meter-Distanz harte Konkurrenz. Als erfahrener Windsurfer wusste er aber, dass sich Regatten oft bei den Tonnenmanövern entscheiden und kannte die Gefahren, die es zu umschiffen galt. Ja, also dass man halt nicht bei der Leine von der Boje hängen bleibt, also dann reinfliegt. Und dass man halt nicht zu weit außen lang fährt, weil man sonst zu viel, also weil man sonst Plätze verliert. Musste sich Adrian im Vorlauf noch dem 2 Jahre älteren Kanuten Willi Ganser aus Potsdam geschlagen geben, erwischte er im Finale den besseren Start, ließ an den Tonnen nichts anbrennen und sicherte sich den deutschen Meistertitel im Stand-Up-Paddling. Herzlichen Glückwunsch! Trainer Colori Schilling saß mit Freuden und wünscht sich für seinen Sport noch mehr Aufmerksamkeit. Für die Zukunft stelle ich mir ganz klar vor, dass das ein ernstzunehmender Sport wird, der möglicherweise oder hoffentlich irgendwann Richtung Olympia gehen wird. Das, was wir hier heute zeigen, ist schon mehr ernsthafter Sport und weniger Trendsport. Und der ernsthafte Sport auf dem Tegeler See gefiel auch den Besuchern des Hafenfestes, die so den vierten deutschen SUP-Meisterschaften einen angemessenen Rahmen gaben. So